Oh! Oh! Das ist nicht passiert. Das ist die. Du bist die Heftigste. Leute, was geht zu der Länger-Überleben-Challenge gegen meine Freundin? In dieser Challenge hat sie sogar eine Chance, gegen mich zu gewinnen. Endlich mal. Es wird echt Zeit. Wenn wir zum Beispiel so ein normales 1v1 machen würden, hätte sie niemals eine Chance, weil sie halt nicht bauen kann und den ganzen Stuff. Aber hier dürfen wir halt keine Waffen benutzen, beziehungsweise Gegenstände, die Schaden machen wie Granaten. Wir haben eine einzige Ausnahme gemacht, und zwar Benzinkanister. Und wie gesagt, wer länger überlebt, ihr kennt das Spiel, gewinnt auf jeden Fall. Wir machen insgesamt 3 Runden. Hier seht ihr auf jeden Fall das Gameplay von Ellie. Das werde ich euch auch öfters einblenden. Und falls ihr gerade neu auf dem Kanal seid und tägliche Fortnite-Videos bzw. allgemein Videos mit meinem Babysch nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert dieses Video. Abonniert dieses Video auf jeden Fall. Abonniert diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt uns weitere Challenges. Da wir ja beide ungefähr die gleichen Chancen haben, geht's heute einfach um 1000 Euro, Freunde. Wir haben das Bargeld sogar bar da. Also am Ende werdet ihr sogar sehen, wie der Gewinner das Geld bekommt. Also ist hier nichts irgendwie gestellt und einfach nur im Titel steht, das geht um 1000 Euro. Leute, bei Ellie sind Gegner. Oh mein Gott, du musst wegrennen. Schwimm lieber weg. Oder versteck dich im Gebüsch. Du darfst sie nicht killen. Ich hab einen Harponierer benutzt. Okay, stimmt. Ja, okay, sie hat das System hops genommen. Wir haben nicht gesagt, dass man einen Harponierer nicht benutzen darf. Ey, aber jetzt darfst du wirklich keine Gegner mehr killen. Aber warum? Wenn ich angegriffen... Boah, jetzt bekommt sie auch noch Schockwellengranaten. Wenn ich angegriffen werde, Harponierer? Okay, stimmt. Ja, aber ganz ehrlich... Es macht ehrlich, Schaden. Du hast eigentlich gegen die Spielregeln verstoßen. Ach, halt deinen Mund. Ja, es ist so. Du spielst es zum ersten Mal, deswegen mache ich eine Ausnahme. Aber jetzt, wenn du wenn du jetzt irgendjemanden wieder angreifst, dann bist du disqualifiziert und ich habe die erste von 3 Runden gewonnen. Wer zuerst 2 von 3 Runden gewinnt, hat natürlich die 1000 Euro gewonnen. Alter, Leute, schaut mal, wie schlau Ellie ist. Hä, wo bist du bitte? Ich check's. Oh, oha. Aber ich muss jetzt gehen wegen Zaun. Ja, aber das war mies schlau. Okay, Leute, Ellie geht auf jeden Fall ins Endgame mit 3 Fischis und 2 Schockwellengranaten, 4 Minis und einem Harponierer. Du kannst aber auf jeden Fall noch angeln mit dem Harponierer, wenn du Spots siehst. Hier sind Schritte. Er geht. Ich habe mich nicht bewegt. Oh, er ist weggegangen, zum Glück. Ich gehe auf jeden Fall ins Endgame mit einer Angel. Ganz wichtig. 3 Fischis. Schau mal, 6 Minis. Der schwimmt gerade weg. Und 2 Rifffischen. Oh mein Gott, Leute, wir müssen schnell rüberschalten. Das ist so. Zu Ellie. Oh mein Gott. Schaut mal, vor ihr ist der Gegner und sie muss extra in der Zone bleiben. Okay, jetzt kannst du eigentlich hinterher schwimmen. Wieso gebe ich dir überhaupt Tipps? Wir spielen hier gegeneinander. Was mache ich, Mann? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, das ist viel zu spannend. Ich sag euch, wie es ist, Freunde. Leute, das ist so schwierig. Ihr denkt so, oh, voll einfach, aber man muss ja weggehen wegen der Zone. Aber guck mal, er geht und er bekommt es nicht mit. Alter, das war richtig gut von dir gespielt. Das war richtig stark. Outplayed. Oh, er hat auf mich gesniped. Oh, warst du das nicht, gell? Nö. Der Gegner versucht mich zu snipen, ich hab Angst. Wo ist er denn? Sag ich dir nicht. Du versteckst dich da im Gebüsch. Oh, ich hab so Angst. Ellie, ich weiß nicht, was ich Angst hab. Ich lauf nicht rein. Ich bin doch gar nicht bei dir, lass mich in Ruhe. Oh, ich schwimm weg. Ich hoffe, die fighten sich. Oh, der andere hat mich gesehen. Oh, er versucht mich zu snipen. Geh weg von mir, was machst du hier? Oh! Alter! So kann er mich von hier aus treffen. Er kommt jetzt. Er kommt richtig. Alter, das ist viel zu spannend. Ja, er will mich die ganze Zeit snipen. Lass mich hin. Er pusht mich. Er pusht mich. Okay, ich rifte. Okay, ich musste riften. Wieso pusht er mich mal? Ich hoffe, er schießt dich ab. Er wird dich jetzt eh abschießen. Das ist der Letzte. Er wird dich jetzt eh abschießen. Das ist der Letzte, Babe. Heißt, wer von uns beiden jetzt gegen ihn stirbt, du kannst ihn rausimpulsen gleich. Oh mein Gott. Schau ihn dir an. Wo ist er? Er läuft gerade seine Treppe hoch. Er macht kein Auge. Macht er Auge auf mich? Er macht Auge auf mich! Ich muss schlau spielen. Ich muss richtig schlau spielen. Geh weg von mir. Ich sag dir, wie es ist. Denkst du ich nicht? Denkst auch, du bist die Einzige, die hier Angst hat. Oh, er ist über mir. Er ist über mir. Ja.
Ich hab High Ground. Oh nee. Ich hab ne Idee. Oh, er impulst sich hoch. Er macht Bow Battle gegen mich. Ich hab gleich keine Mats mehr. Ey, Junge, das ist voll der Tryhard, ja? Das ist voll der Tryhard. Junge, was geht ab, Mann? Soll mal aufhören. Oh! Oh, ich bin One-Shot. Oh, was mach ich? Ich hab mich du bist außerhalb von der Zone. Oh, was mache ich? Oh, nee. Ich muss nach unten kommen. Wir müssen ihn irgendwie runterbauen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich bin überfordert. Hör mal auf damit. Ja, bau ihn runter. Oh mein Gott, ja genau. Harponier ihn runter. Ah, ich kann nicht. Oh. Er kommt, glaube ich, runter. Er ist da. Oh. Das ist voll der 31er, Mann. Ja, Mann, ey. Du Camperin, Alter. Was? Ja, was willst du denn von mir? Ey, Junge, ich verliere gegen sie eine Challenge, Mann. Ja, cool. 1-0 für dich, Alter. Mann, wieso geht der die ganze Zeit auf mich? Das ist so lächerlich. Wenn ich die 1000 Euro gewinnen will, muss ich auf jeden Fall die nächsten beiden Runden gewinnen. Okay, meine lieben Damen und Herren, wir sind in der zweiten Runde. Es wird Zeit, dass ich abliefer. Wo landen Sie, Frau liebe Elisabeth Sanchez? Sag ich dir nicht. Okay. Sie landet einfach bei meinem Spot. Das ist so frech. Das ist so frech. Ich wollte, da wo ich letzte Runde gelandet bin, landet sie jetzt einfach. Das ist einfach so frech. Ich brauche genügend Mats. Hey, ich wusste nicht mal, dass du da gelandet bist, weil ich nie auf deinem Bildschirm geschaut habe. Oh nö, Diggi, jetzt landet auch noch einer bei meinem Spot. Das ist eine Frechheit, Alter. Das sieht sehr schlecht aus für mich, Freunde. Ich muss hier schnell looten und dann abzischen. Waffen darf ich nicht mitnehmen. Bitte gönn Schockwellgranaten. Oh ja, okay, wenigstens Splash Heals. Boah, hier sind so viele Spots zum Angeln, aber Gegner sind halt in der Nähe, deswegen muss ich voll aufpassen. Freunde, schaut mal. Über Ellie sind zwei Gegner. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Oh mein Gott, wenn der da runterkommt, du bist tot. Das kannst du nicht überleben. Also ich will kein Auge machen, aber das kannst du nicht überleben. Wenn die dich übersehen, oh mein Gott, das sind drei Leute. Die sind über dir, die kämpfen über dir. Oh. 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 Das ist nicht passiert. Das ist die... Du bist die Heftigste. Du bist die Heftigste, du hast länger Überleben-Challenge durchgespielt. Mein Respekt. Okay, ich freue mich, ich will mich nicht zu früh freuen. Niemals ist das gerade passiert. Ist das gerade wirklich passiert, Ellie? Der hat mich gerade ernsthaft übersehen. Ellie. Sie sind weg. Ellie, nein. Sie sind weg. Ellie, nein. Ey, okay, wow, wow. Also wenn du die Runde gewinnst... Das ist so unfair eigentlich, dass sie mich jetzt nicht gesehen haben. Wow. Schau mal, und jetzt fliegen sie weg. Komplett umsonst mein Riftfisch verschwendet. Wobei, in der Zeit, wo ich hier außen chill, kann ich ja vom Ding her nicht sterben. Deswegen war es eigentlich gar nicht so dumm von mir. Dann benutze ich halt den Riftfisch. Egal. Ich werde eh noch einen finden. Ey, die Zone ist so weit weg. Digga. Gott, oh mein Gott. Die Zone ist so weit weg, Mann. Ich bin vor allem in die komplett falsche Richtung auch noch gegangen. Zum Glück hatte ich diesen Riftfisch, sonst wäre ich safe gestorben, Freunde. Egal, ich werde jetzt gleich nochmal fischen und inshallah, ich bekomme noch einen Riftfisch. Ansonsten muss ich mich als Schneemann verstecken. Schauen aber mal kurz, was bei Ellie so abgeht. Ja, okay, sie hat auf jeden Fall... Du hast gar nichts. Tut's mir echt leid, Babe. Jetzt ein Riftfisch, ansonsten war's das. Oh nein, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ja, Mann! Ja, Mann! Let's go, Alter. Nein! Alle guten Dinge sind drei und somit herzlich willkommen zur letzten und alles entscheidenden Runde, wo es um 1000 Euro geht. Spannender hätte es nicht werden können. Gebt euch. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wo ich landen soll. Ich auch nicht, Mann. Ich habe eine sehr gute Idee, aber davor schauen wir erstmal, was bei Ellie abgeht. Ja, ist, ich sag's mal so, ist an sich gar nicht dumm. Wenn du eine Angel findest und sehr viel fischt, ist es gar nicht so dumm. Okay, hier kann ich schon mal nicht hingehen. Hier wollte ich aber auch nicht hingehen. Wollte auf jeden Fall auf die Insel hier hin, weil hier wird niemand landen. Hier gibt's voll viele Fishing-Spots. Let's go. Okay, Freunde, Ellie hat's gerade in die Zone geschafft. Mit gerade mal 40 HP. Mir geht's Alhamdulillah gut. Kann jetzt noch ein bisschen weiter fischen. Es ist so unfair. Es ist... Weißt du, ist doch klar, dass du gewinnst. Es ist so normalerweise unfair. Müssten wir so im Endfight so an demselben Spot landen, so weißt du.
Einfach drei Riftfische. Das wäre so unfair, weil das ist jetzt so das erste Mal, dass ich so wirklich Chance... Okay, Leute, ich glaube, es ist viel spannender, wenn ich euch zeige, wie Ellie in die Zone geht. Schaut mal, da hinten. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Babe. Da oben ist ein Auto bei mir. Zwei. Okay, Freunde, ich bin jetzt mitten in Pleasant Park. Hier ist auf jeden Fall ein Loot Drop. Ihr hört links von mir schon die Schüsse. Ich habe richtig Angst, Mann. Aber ey, ich muss diesen Loot Drop riskieren, weil vielleicht sind hier Schockwellengranaten. Das wäre so nice, Mann. Und wir sind Schockwellengranaten. Let's go, Mann. Ich glaube, ich rifte erst, wenn mich Gegner hier pushen. Ja, ich chill hier so lange, bis Gegner mich pushen. Oh, oh, es kommen Gegner. Okay, jetzt muss ich riften. Okay, gut. Ellie ist auf jeden Fall dort unten. Er ist hinterher geriftet. Okay, er geht wieder direkt auf den Boden. Ellie ist auf jeden Fall dort unten. Vor ihr sind zwei Gegner. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Deswegen versteckt sie sich auf jeden Fall unter der Brücke. Die beiden fighten hier. Muss mich jetzt schlau positionieren. Wo Ellies Position ist eigentlich am schlauesten. Schaut mal, Freunde, wo Ellie gerade chillt. Das ist voll schlau. Eigentlich müsste ich da auch hingehen. Nein! Nein, ich habe noch eine bessere Idee. Weißt du, was ich mache? Hm? Ich weiß gar nicht, was ich mache. Er ist jetzt ein bisschen mit dem Boot rum. Nein, ich gehe in diese Hütte hier. Weil hier in der Hütte bin ich ganz knapp in der Zone. Und hier wird eh keiner mehr hinkommen. Ja, das bei ist mir aber schlauer. Auch nicht. Ja, bei dir auch nicht, stimmt. Und weißt du, ich bin mir sogar so siegessicher, dass ich jetzt sogar noch schnell Pipi machen gehe, weil ich ganz dringend muss, Alter. Bruder, muss los. Leute, Bro, 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 Bro. Bro, Bro. Dein Haus wird gerade abgebaut. Dein Haus wird gerade abgebaut. Alter, hast du Glück gehabt. Leute, er hat so Glück gehabt. Er ist gerade aufs Klo gegangen. Ihr habt es gerade gesehen. Du hast gerade so Glück gehabt. Schau mal. Ich habe nur Schreien gehört. Wie? Von wem? Irgendjemand hat dich das Haus angebaut. Ich habe so sehr gehofft, dass er dich sieht. Wie? Er ist einfach... Er ist gekommen. Hat hier, siehst du, zwei Sachen abgebaut. Und hat mich nicht gesehen? Nein. Aber doch nicht. Ich schwör bei Gott, schau dir gleich die Aufnahme an. Was? Schau dir die Aufnahme an. Mach's keinen Spaß. Ich schwör bei Gott, komm mal nicht zu mir. Was willst du? Hä, also wirklich ich jetzt? Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre auf alles. War ich er vor mir oder was? Ich habe ihn nicht gesehen. Man konnte den Skin nicht sehen. Man konnte einfach nur sehen, wie es abgebaut wurde. Das ist so unfair. Wär ich jetzt asozial gewesen, hätte ich jetzt seinen Controller genommen, hätte alles fallen lassen, hätte es alles eingesammelt. Ich habe es überlegt, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich mir so dachte, okay. So gemein bin ich nicht, weil du richtig lange dafür gelootet hast. Oh, das wäre... Schreibt mal in die Kommentare nach, was diese beiden Dinger hier gerade aussehen. Ja, aber du hast nur so Eier, weil du so viel Leben und Mats hast. Und ja, ja, ja. Lava mal nicht. Wenn die mich einmal anschießt, ich rifte einfach. Joey, ich schau denen zu, wie die fighten. Ja, fightet schön. Killt euch schön gegenseitig. Am Ende gewinne ich eh. Ich hab zwei Impulsis. Ich sag dir ehrlich, auf Ansage, ich gewinne diese Runde. Okay, gut, der Bre wird jetzt sterben. Bre, du tust mir echt leid. Nein, nein, nein. Oh, okay, die letzten beiden Gegner sind hier, schau mal. Oh mein Gott, okay, jetzt wird's nochmal richtig spannend. Aber Babe, schau mal, die letzten beiden Gegner sind hier vor mir. Die laufen gerade in deine Richtung. Ich würde weggehen. Versteck dich im Sand und komm zu mir. Was sieht aus, das Zone-Impuls? Ich weiß gar nicht. War eine sehr gute Idee. Ich hab miese Angst, Mann. Ich wollte auf dem Baum landen. Oh, lass mich bitte in Frieden. Ich hab mies Angst, Bro. Ich hab mies Angst. Ah! 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 Ich hab auch mies Angst. Geh mal weg von mir. Nö. Nee. Wenn du riftest, rift ich mit. Die riften hinterher. Ich hab ne Idee. Nein, die sind doch noch da unten. Oh, die haben mich gesehen. Schade. Schokolade. Du hast keine Riftfische mehr. Oh! Oh! Ich hoffe, sie. Leute, was, wo sind die? Nerv mich nicht. Oh, nein, ich weiß nicht, wo sie sind. Er hat mich angeschossen. Ich hab mies Angst, Mann. 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 Ich hab übertriebene Angst. Oh. Ellie ist außerhalb von der Zone. Ja, Mann. Ja, Mann, ich hab gewonnen, Freunde. Nein, das ist so unfair. Das war so unfair. Das war mies unfair wegen einfach der Zone. Impuls, die weg. Ich bin da keine mehr. Nee. Aber egal. Ich
Kämpfe bis zum bitteren Ende. Die sind bestimmt so genervt. Die sind bestimmt so genervt von mir. Ich spiele richtig mit denen. Einer ist gestorben. Echt? Es ist nur noch ein 1 gegen 1. Ich habe ihn getötet. Warum? Mit deinem Puls. Was? Also wenn ich das gewinne, ist das das krankeste Video, was ich jemals aufgenommen habe. Ich sag dir, wie es ist. Die haben nicht mal Waffen. Ich hab halt gleich keine Metz mehr. Er hat mich gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Ellie. So wird. Glaubst du, er hat noch Heal-Zeug? Oh mein Gott. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist die krankeste Challenge. Ich will hier 20.000 Likes sehen. Okay, Freunde. Und ihr wisst, was es bedeutet. Ich habe euch am Anfang gesagt, der Gewinner bekommt die 1.000 Euro persönlich. Es tut so weh in überreicht. Meinem Herz. Babe, gib mir bitte die 1.000 Euro. Mann, Leute. Die lagen hier die ganze Zeit auf dem Tisch. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einfach 1.000 Euro für Simi. 1.000 Euro, meine lieben Freunde. Oh mein Gott, ich hätte sie viel, viel besser nutzen können. Du brauchst das Geld gar nicht, aber... Aber that's the game. Ja, ich glaube, ich brauche sie mehr. Ich habe nicht mal ein Gaming-Setup. Aber egal. Auf jeden Fall, neben meinem Kopf kommt es zu den letzten Videos. Vielleicht kommt morgen eine zweite Challenge, falls es euch gefallen hat. Und tschüss.